Verstorbene geben Lichtzeichen oder erscheinen in Träumen. Wie geht das? Gibt es überhaupt ein Jenseits? Gibt es Himmel, Hölle und Fegefeuer? Darüber diskutiere ich mit Dolly Röschli. Sie ist ein sogenanntes Medium. Sie hat einen Draht in die geistige Welt. Verstorbene melden sich bei ihr. Und ich diskutiere mit Brigitte Becker, reformierte Theologin. Sie hat viele Sterbende begleitet und steht für eine christliche Spiritualität ein. So diese Welt des Jenseits in diesem Film Winna, ist Ihnen die vertraut? Also zumindest die Geschichten sind mir mal ganz unvertraut. Das, was darüber erzählt wird, dass da auf dem Grat gewandert wird, dass man die Toten noch sehen kann, die unerlösten Seelen, das ist etwas, das habe ich ganz neu aus diesem Film gelernt. Habe ich wunderschön gefunden von der Art, wie es erzählt worden ist. Kenne ich nicht als eine Art. Was ich kenne, ist im Umgang mit denen, die Sterbende und Tote haben, dass sie so von Erfahrungen berichten, die sie nicht ganz klar definieren können und sagen, da ist irgendetwas. Mhm. Davon ist ja in Wiener auch einiges zu hören und zu sehen gewesen. Eben so, wie ich erwähnt habe, wenn Sie Sterbende begleiten, da sprechen wir eben vom Moment des Sterbens, vom Moment des Todes, aber eigentlich nicht von der Zeit danach, oder die dann im Film angesprochen ist. Manchmal ist es aber so, dass Menschen, die zum Sterben kommen, dann anfangen zu erzählen, sie hätten Verstorbene gesehen, die sie gerufen haben. Mhm. Insofern reden wir da auch vom Jenseits. Also da fängt es dann an, dass es irgendwie so Geschichten gibt, die mir dann erzählt worden sind, auch am Sterbebett. Ihnen ist diese Welt eher vertraut? In diesem Sinne ist es mein tägliches Brot. Ich darf diese Seelen sehen, spüren und hören. Die Welt danach vertraut, in diesem Sinne ist sie mir nicht. Es ist ein Gefühl, das ich kenne, dass da noch Leben gibt, dass es nicht ganz fertig ist mit dem Abschied hier, mit dem Ritual, sondern dass danach doch noch irgendwo das Spürbare, wie im Film gezeigt, da sind doch noch welche. Das kenne ich seit der Kindheit. Zu Ihrer Arbeit kommen wir. Mich interessiert noch ein, zwei Themen aus dem Film anzusprechen, dieser Gratzug zum Beispiel, das ging recht schnell. Was ist das eigentlich, dieser Gratzug der Seelen? Also ich hatte schon von klein auf die Gelegenheit, das Wallis zu entdecken mit meiner Familie. Wir haben dort auch mittlerweile einen kleinen Wohnsitz noch. Die Leute in diesen Bergdörfern, die sprechen viel über diese Grazüge, die Seelen wandern, die unerlöst sind, die müssen Buße tun. Man spüre die Seelen dann nachts auf diesen Zügen. Man findet auch Spuren und man hat sie auch zu Hause, wie im Film eigentlich gezeigt wird, schön veranschaulicht. Das kenne ich. Diese Geschichten werden sehr oft in Bergwelten, nicht nur im Wallis, sondern eigentlich in vielen Bergregionen einander weitererzählt, weitererzählt in der Familie. Sie sind ja im Emmental aufgewachsen, ja, genau. Selber, also auch eine Bergregion. Gibt es da ähnliche Geschichten? Ja, es gibt da in dieser Gegend, da gibt es auch so die goldenen Schellen, bin nicht mehr ganz sicher, wie man sagt, die goldenen Deichseln werden vergraben und man muss die suchen, haben auch viele danach gegraben, weil es Glück bringen könnte und da geistern auch die Toten rum, die Unerlösten. Also es gibt da auch in diesem Sinne solche Geschichten, aber nicht Gratzuggeschichten. Ich weiß nicht, wo Sie genau in Deutschland aufgewachsen sind. Wahrscheinlich nicht in den Bergen. In den Bergen, genau. Ist es typisch, dass diese Art von Volksglaube in Bergregionen erhalten geblieben ist? Ich würde mal vermuten, dass es was mit Bergregionen zu tun hat, aber ich würde noch eher vermuten, es hat was mit dem Katholizismus zu tun. Denn die Gratzuggeschichte wird ja eigentlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, erzählt als die Geschichte der unerlösten Seelen, die im Fegefeuer sind. Insofern muss es ja eine Vorstellung geben von noch Unerlöstheit, die überhaupt diese Geschichten produziert. Wie finden Sie das als reformierte Theologin? Also als reformierte Theologin, wenn ich da so eine Eigenexistenz davon habe, finde ich es ein bisschen seltsam. Also mir vorzustellen, dass es das gibt. Gleichzeitig finde ich diese Geschichten sehr reizvoll, weil sie werden ja als Gruselgeschichten erzählt. Gell? Wir sehen die Walliser, wie sie am Feuer miteinander sitzen und wirklich Gruselgeschichten erzählen. Und der Grusel, da steckt ja da drin, dass ich der nächste Mensch sein könnte, der stirbt.
Und mir kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass da die unerlösten Seelen wandern, sondern dass die Geschichte diesen kleinen Appell hat von, denkst du dran, dass du der nächste Mensch sein könntest, der stirbt? Also sie fragen ja danach, wie lebst denn du? Wirst du auch ein Mensch sein, der dann mal irgendwann auf dem Gratzug wandern muss, weil er nicht gut gelebt hat? Und von daher finde ich sie sympathische Geschichten, also, weil da noch was drinsteckt sozusagen. Ja, ich finde es sehr ambivalent. Also ich habe auch schon selber so Geschichten gehört, ist jemand gestorben, hat irgendeine Blume, die sonst zu der Jahreszeit nicht blüht, geblüht, wurde interpretiert als ein Zeichen, die Person ist angekommen im Jenseits. Gibt im Film viele Beispiele. Mike zum Beispiel, der Bergführer, der gestorben ist, meldet sich über ein Medium und hat dann geschildert, wie er seine Beerdigung, die eigene, erlebt hat. Sehr seltsam. Das ist seltsam. Ich erfahre das meistens so, dass die Verstorbenen, die sich bei mir melden, die ich identifizieren darf, sich zurückmelden zum Bestätigen. Ja, ich habe das mitgekriegt, ich weiß, was sie geplant haben, was ihr euch damit gedacht habt und dass ihr auch an mich gedacht habt und dass das okay ist. Es ist meistens nur ein Frieden bringen, zum Zeigen, ich bin angekommen. Ob er diese Beerdigung toll gefunden hat, ob das alles genau richtig war, um das geht es im Ende nicht. Es geht darum, ich bin präsent. Also Realität, Spuk oder Humbug, wie soll ich das einordnen? Ja, so klar ist das mal erst noch nicht. Also ist die Frage, auf welcher Ebene Sie es einordnen, gell? Auf einer persönlichen Ebene kann ich das zwar hören, aber ich kann es, wenn ich jetzt mal auf meiner persönlichen Ebene bleibe, kann ich es erstmal nicht nachvollziehen. Also ich selber mache solche Erfahrungen nicht. Ich höre das von anderen Menschen. Ich höre von ihnen, dass sie sagen, das ist doch eine Realität, die melden sich bei mir. Bei mir hat sich noch kein Toter zurückgemeldet. Also ich erlebe das mal erst nicht. So, das ist mal das eine. Das zweite ist, ich kenne keine Notwendigkeit, warum Tote sich bei uns zurückmelden sollten. Das ist, also ist da nicht, steckt da nicht ein bisschen was drin von, dass wir die Toten nicht tot sein lassen können? Also, dass es irgendwie so eine Verlängerung gibt über den Tod hinaus und so ein unbedingtes da irgendwie noch einen Kontakt haben wollen. Sie sagen, die melden sich bei uns. Damit liegt es bei denen, dass es so einen Kontakt gibt. Ich habe bei Menschen, mit denen ich Kontakt hatte beim Sterben, oft gemerkt, wie schwer es ihnen fällt, wirklich loszulassen. Und es ist einfach eine ganz schwierige Arbeit, das Loslassen, das Trauern, das Gehenlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch menschliche Einbildungskraft die Kraft hat, manche Bilder zu produzieren. Das muss doch dann aber noch nicht gleich eine Realität sein, im Sinne von einer Greifbarkeit. Ich möchte gar nicht so weit gehen, dass das eine Realität ist, wie das Jenseits oder das Paradies gestaltet sein könnte, was die Menschen oder Seelen dort tun oder nicht tun. Ich kann auch nichts dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich die Essenz des Gegangenen von hier, aus diesem körperlichen hier Dasein gewechselt hat und sich zurückmelden möchte, weil er Frieden bringen will. Meistens geht es nicht um den Toten, dem geht es ganz gut. Ich erfahre keine Unerlösten. Aber das widerspricht doch dem, was im Film gesagt wird. Diese Connie Chamaresi zum Beispiel, eben auch ein Medium, sagt, sie wurde 21 Jahre lang bedrängt. Also das kann ich verstehen. Also ich finde das sehr ambivalent. Sie schildern es jetzt sehr positiv, aber dass Menschen dann Messen lesen lassen, um von eben Verstorbenen nicht mehr bedrängt zu werden, sich nicht zu helfen wissen. Also es liegt ja vielleicht daran, dass die Sinnschulung, ich wurde damit gesegnet, am Anfang war es ein Fluch in meinem Leben, dass ich Sachen sehe, Menschen sehe, die andere nicht sehen und mir auszureden versucht worden sind. Ich kann Conny sehr gut verstehen, wie sie sich da äußert. Sie wusste nicht, was sie damit tun soll. Die Seelen wollten ja nicht sie belästigen oder ihr irgendwelche Ängste, in ihre Ängste auslösen. Ihr ging es ja darum, zu lernen, zu kommunizieren, zu verstehen, dass die heim möchten, ganz befreit sein möchten, ins Licht, wie wir das immer nennen möchten. Das kann ich auch nicht sagen, wo der Weg dann endet oder wohin es geht. Aber zurückkommen und sagen, meiner Frau geht es so schlecht, sie trauert dermaßen, ich möchte, dass sie weitergeht, diese Gedanken nicht mehr hat, das, was ungelöst ist. Wenn man das auflösen kann,
mit einem Gruß, mir geht es gut, dir soll es gut gehen, lass diese Gedanken, das sei dir verziehen, was auch immer, der Friede ist das Ziel, dann gehen diese Seelen, die plagen mich nicht, die klopfen nur an. Und wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, ausschalten, on and off, wie sie auch sagt im Film, dann ist das unangenehm. Dann ist das. Kommen wir mal zu der Arbeit, die Sie ja jetzt täglich machen. Mhm. Wie ging denn das, dass Sie gemerkt haben, ich habe da was ist anders bei mir, bis hin zu dem, dass Sie das heute als Medium, als Beruf ausüben? Ja. Das hat angefangen im Kindesalter, als meine Eltern festgestellt haben, ja, diese imaginären Freunde haben ja alle Kleinkinder. Ich habe da mit Seelen gesprochen, mit meinem Urgroßvater, der vor meiner Zeit gestorben ist. Ich konnte den dann auch beschreiben, den Eltern, spielerisch, haben sie Fragen gestellt. Und so haben sie festgestellt, das muss der Großomi sein, wie man ihm gesagt hat. Ich konnte dann auch, als ich älter wurde, sagen, ja, der spielt gern Karten, der hat das und das gerne gemacht. Und mein Großvater, sein Sohn, hat das mir dann auch bestätigt. Ich sage, wieso weißt du das? Ja, das sagt er mir. So fing das an. Intern in der Familie offen, nach außen zu. Ja, nichts sagen, ja, nichts. Das ist Humbug, weißt du, da musst du aufpassen. So bin ich dann Richtung 20er gekommen, wusste nicht, was ich damit tun soll. Was soll das, dass ich diese Leute sehe? Fühlte mich auch irgendwie bedrängt, wollte normal sein. Natürlich, in der Nacht, wenn dann irgendwann es doch geklopft hat, vielleicht nur in meinem Kopf, nicht wirklich so, musste ich ja hinhören oder hinfühlen. Wer ist da? Was wollt ihr von mir? Die sind dann auch wieder gegangen, wenn ich das nicht zugelassen habe. Ich habe dann in England diese Ausbildungen gemacht, auch in der Schweiz. Ich habe viele Kurse belegt, gelernt, diese Sinne einzuschalten, auszuschalten. Eigentlich war das Ziel in England ausschalten, normal sein. Ich will nichts damit zu tun haben. Das war mein Ziel. Und als ich dann da war, das Ganze gesehen, gehört, was die Leute damit machen, diese Medien, kam der kleine Gedanke, ja, irgendwann mal könnte ich es dann vielleicht noch zum Guten nutzen. Aber später. Und das später kam dann nie. Es war dann einfach da. Und ich wurde dann auch gefragt aus dem Umfeld, kannst du mal gucken, wie geht's ihr? Sie hat jemanden verloren, ihr geht's nicht gut, kannst du da tröstend sein und vielleicht helfen? Und so hat sich eigentlich mein Beruf ergeben. Ich habe ihn nicht gesucht. Sie haben ja verschiedene Berufe ausgeübt, ja, kaufmännische Berufe. Ja. Heute aber als Medium. Sie geben Sitzungen. Mhm. Wie läuft sowas ab? Also das Sekretariat bucht mir die Sitzungen. Ich habe keine Ahnung, wer kommt. Wie viele pro Woche? So bis zu 20, 18, 20. Mehr liegt nicht drin, familiär nicht und auch energiemäßig ist das genug. Die Menschen, die kommen in unsere Gemeinschaftspraxis. Ich bin da der Paradiesvogel in diesem Gebäude. Das ist eine therapeutisch ausgerichtete Praxis und ich mache dieses Medium-Dasein. Die kommen, ich begrüße, ich will nichts wissen, ich frage nicht, ich unterbinde auch sehr schnell ein «Ich bin hier, weil». Bitte sagen Sie mir nicht, ich möchte ganz neutral, ohne irgendwelche Inhalte anfangen zu arbeiten. Zu hören, wer kommt da wer, kommt da jemand, kommen da vielleicht auch zwei, das ist ganz unterschiedlich. Und die Verstorbenen sagen mir dann, warum dieser Mensch hier sitzt, was das Thema ist. Es ist meistens vielleicht Abschied, es kann auch sein, dass unerlöst, unaufgelöst, unausgesprochenes noch geklärt werden kann, so, und dann gibt das Frieden. Also die Menschen, die zu Ihnen kommen, die wollen bewusst mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen. Ganz klar. Hat das dann einen therapeutischen Effekt? Ich bin kein Therapeut. Ich kann ja nur vermitteln. Ich bin die, die dazwischen sitzt, Hoffnung schenken möchte, Mut machen. Also viele kommen so rein und gehen aufgerichtet wieder raus. Machen müssen die Menschen selber. Der freie Wille, der wurde uns auch geschenkt. Mhm. Was sie mit diesen Informationen anfangen, umsetzen können, das liegt nicht in meiner Macht. Sie hören intensiv zu.
Was sagen Sie da? Ich meine, ist das ein Geschäftsmodell auf Kosten der Verstorbenen, wie Sie sagen, die man besser ruhen lassen sollte? Also es ist zunächst mal etwas, was Menschen suchen, offensichtlich. Das lerne ich jetzt gerade. Und sicher auch etwas, was deswegen auch ganz gut funktioniert. Und sicher sind wir uns auch noch danach. Was kostet eine Sitzung? Ja, genau. Das ist unterschiedlich. Es gibt einfach eine Richtlinie, die besagt zwischen 150 bis 200 Franken in der Schweiz. Und ich bin bei 150. Das ist ein gehobener Therapieansatz, oder? Genau. Gut, Therapie ist dann ja auch, es ist keine Therapie. Nein, das haben Sie ja präzisiert. Es ist eine einmalige Sitzung, es ist auch nicht eine wiederholende Sitzung, das möchte ich auch nicht. Ja, Sie steuern ja nicht, also es entsteht dann quasi eine Beratungssituation, in der man etwas Neues daraus lernt. Genau. Ich würde erst mal sagen, interessantes Modell, aber die Frage ist für mich wirklich immer noch die, würde ich das machen, beziehungsweise was steckt dahinter, wenn Menschen das machen? Mich interessiert wirklich, wie kommen Menschen dazu, dass sie das brauchen? Und manchmal denke ich, da hat unsere Religion auch zu wenig Antworten gegeben, damit Menschen mit diesen Antworten auch gut leben können. Denn christlich-religiös reden wir ein bisschen anders über den Tod und sagen von daher auch, irgendwann ist dann da eine Grenze. Also wir akzeptieren den Tod als ein Sterben von allem. Also von Körper, Geist und Seele. Und ein Mensch ist tot, wenn er gestorben ist. Und da ist nichts mehr da von ihm. So. Und wenn nichts mehr von dem Menschen da ist, nehme ich auch nicht mehr Kontakt zu ihm auf. Zumindest nicht willentlich. Was nicht heißt, dass es nicht Begebenheiten gibt, wo ich noch mal träume oder noch mal wie Bilder auftauchen von einem Menschen, mit dem ich was zu tun habe. Aber ich finde es eigentlich eine erleichternde Vorstellung zu sagen, der Tod ist das Ende des Lebens, denn das mahnt uns und schickt uns ja recht kräftig zurück zu der Frage, wie leben wir denn eigentlich? Und wenn wir jetzt diese Grenze da aufmachen und sagen, ach, über den Tod hinaus kann man auch noch entwickeln und Beziehungen können auch noch über den Tod hinaus sich weiter entfalten. Und wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann mache ich das noch wieder gut, wenn ich mit dem Toten rede. Dann finde ich das schwierig. Weil es ging ja eigentlich mit den Lebenden und mein Anspruch wäre, mit den Lebenden so umzugehen, dass es das nicht braucht. Was nicht heißt, dass es schlimme Situationen gibt. Also wenn einer Frau der Sohn abstürzt und von einer Sekunde auf die andere nicht mehr da ist, dann ist das ein schlimmer Bruch. Das verstehe ich sehr wohl. Aber ich verstehe nicht, was das für ein Gehalt haben soll, mich dann da noch mit ihm zu unterhalten über die Beerdigung. Genau. Der Schmerz ist doch der Schmerz. Können wir den nicht mehr aushalten? Also die Aussage, die Beerdigung ist das Zentrum von so einem Gespräch, dass eine Mutter zu einem Medium geht und mit dem Sohn in Kontakt treten möchte, das ist nicht so. Aha. Es kommt niemand wegen einer Beerdigung oder wegen den richtigen Blumen. Die kommen eigentlich mehr. Meistens geht es ihnen gut. Und dann kommt meine Antwort, ohne Kontakt zu haben zu einem Verstorbenen. Denen geht es sowieso gut. Wir müssen gucken, dass wir hier uns gut fühlen, diesen Weg gehen. Ich glaube, dass das Aufsuchen eines Mediums mehr eine Vergewisserung ist. Da gibt es noch was, ich spüre es ja noch. Okay, und der kommt, dieser Verstorbene, sagt noch mal Hallo und richtig Tschüss in diesem Sinne. Es war mein Weg. Ich verstehe, du bist traurig und du darfst es auch sein, aber bitte lass mich los. Das ist ein wichtiger Punkt. Loslassen, vergeben. Okay, da finden Sie sich. Jetzt muss ich aber doch mal kritisch nachfragen. Also, ich meine, Sie haben gesagt, die moderne theologische Position, diese Grenze der Tod, den Tod als Grenze akzeptieren. Ich meine, lange war ja in der Kirche vor der Reformation, da kommen Sie gut weg. War das ein Geschäftsmodell, genau, oder? Absolut. Das Jenseits, also mit all den Zahlungen, die man da geleistet bitte, hat. Wie im Film auch zeigt. Ich will noch was anderes wissen. Für die Phänomene, die Frau Röschli schildert, gibt es ja viele andere Erklärungen, bis hin zu Einbildung. Jo. Wie würden Sie denn das sonst noch erklären? Also, ich glaube, es gibt im Menschen wirklich auch noch das Bedürfnis danach, so eine Beziehung zu haben zu einem Menschen, der gerade gegangen ist. Und ich kenne aus meiner Erfahrung wirklich so Stimmungen und auch
Dinge im Raum, wenn ein Mensch gestorben ist, wo ich merke, ach, da gibt es irgendwie, irgendwie kommen wir da ans Nebulöse, wenn wir an unsere eigene Grenze kommen. Und es gibt im Menschen, glaube ich, eine große Sehnsucht, über diese Grenze hinauszugehen und zu sagen, ich muss wissen, was danach ist. Es gibt einfach, der Tod ist für uns, glaube ich, das größte Ärgernis, was es gibt auf dieser Welt. Also egal, ob wir ihm ausweichen, wie die Moderne das tut, oder ob wir uns dem stellen, ist ja nicht so empörend wie die Tatsache, dass wir sterben müssen. Und es ist auch nicht so bedürftig wie das Suchen, was ist denn da hinten dran? Wie und sehen Sie denn suchen, ja? Deswegen, glaube ich, machen wir uns auch unsere Modelle und versuchen uns irgendwie zu erklären, was könnte denn da noch sein. Schon in der Bibel suchen Menschen und fragen, wieso müssen eigentlich die Gerechten leiden und sterben? Und zwar vor all den Ungerechten. Das ist schon immer eine Frage. Also muss man fragen, was kann danach kommen? Und versucht sich dann etwas zu entwickeln. Und mein Glaube hat viel mit Gott zu tun und mit der Macht Gottes und mit der Erzählung davon, dass der Tod vielleicht wirklich nicht ganz das letzte Wort ist. Denn sonst wäre Jesus nicht auferstanden von den Toten. Also gibt es tatsächlich Gott als den, der im Tod da ist? Also kann ich sagen, es geschieht vielleicht eine Verwandlung. Das wäre das Bild, das die Bibel hat. Gar nicht eine Erlösung von Seelen und sonst was, sondern eine Verwandlung, wenn dann mal die Auferstehung passiert. Und dann kann ich die Toten tot sein lassen, weil ich das abgebe an die Macht Gottes. Das wäre für mich eine Deutung. Und ich glaube, dass Menschen heute je länger, je mehr nach einer Erfahrung suchen, nach einem Gespür suchen, wo sie sich ganz sicher sind. Und das ist, glaube ich, dann der Ort, an den sie gehen und sagen, spüren Sie es? Wenn Sie es für mich spüren, dann ist gut. Aber dann brauche ich jemanden, der es für mich spürt. Ich habe es mehr mit den Menschen, die selber für sich ihren Weg gehen wollen, als mit denen, die jemand anderen suchen, der es spürt. Also ich habe mal Einbildung oder Suggestion jetzt ins Gespräch gebracht. Sie haben jetzt noch die Auferstehung gebracht. Jetzt müsste ich mal Ihnen beiden sagen, es tut mir leid. Also wir können uns hier nur mit unseren Raum- und Zeitkategorien unterhalten. Eigentlich, wenn diese Kategorien nicht mehr greifen, mit und nach dem Tod, darüber können wir uns eigentlich sinnvoll nicht unterhalten. Nein. Dann müssten wir jetzt aufhören. Das ist genau der Punkt. Und doch sitzen wir da. Genau. Da sehen Sie, wie groß die Hoffnungen von Menschen sind. Was sagen Sie denn zu Traditionen wie buddhistische Tradition, Ahnenkult, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern? Tibetanisches Totenbuch, da wird genau beschrieben, wie man Tote begleitet, mal im Sterben, dann die Verstorbenen begleitet, über 72 Stunden nach dem Tod, ganz exakt welche Gebete, welche Schritte. Was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, ja, gute andere Traditionen, nicht meine. Also man muss ja auch entscheiden, in welcher Tradition man zu Hause ist. Und ich bin gerne in der christlichen Tradition zu Hause, in der Seele und Leib eine Einheit bilden und dementsprechend auch alles tot ist, wenn der Mensch tot ist. Das finde ich etwas sehr Sympathisches. Nicht zu denken, es gibt das Wichtigere, was bei uns überlebt, und das Unwichtigere, was bei uns sterblich ist. Nein, am Ende dieses Lebens geht alles in den Tod von uns. Und weil das so sympathisch für mich ist, bleibe ich auch bei dem. Und wartet auf die Auferstehung? Ja, die Gott macht, nicht ich. Und da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, was das dann genau bedeutet. Das kann ich gar nicht wissen. Darauf aber wir wollten auch über das Jenseits reden. Das Jenseits. Gibt es das Jenseits? Für mich gibt es keines. Für mich gibt es keines, in dem irgendwelche Zwischenreiche oder irgendetwas sind. Es gibt das Leben, das ist kurz genug. Es gibt das Leben vor dem Tod, das ist anspruchsvoll genug. Es gibt das, was wir da am Gradzug noch gesehen haben, die Erinnerung daran, dass wir in diesem Leben gut leben müssen. Es gibt den Anspruch, ein anständiges Leben zu führen. Und mit dem Tod ist das vorbei. Aber die Auferstehung hat dann mit dem Jenseits nichts zu tun? Nein, die Auferstehung ist das, was Gott an Verwandlung machen wird. Wo dann die Toten in der Zwischenzeit tot bei Gott sind, bevor sie verwandelt sind, das finde ich jetzt Spekulation, darüber länger nachzudenken. Da wären wir bei den Raumzeitkategorien. Ja, genau. Ich mache mir da so Gedanken wie jetzt gut leben, da pflichte ich absolut bei. So leben, dass wir jederzeit gehen könnten. Alles aufgelöst, erledigt, ausgesprochen und entschuldigt. Aber wenn der Tod, der absolute Tod von allen Aspekten bedeutet, warum muss ich dann gut leben?
Warum muss ich dann nett sein? Wie ist denn das Jenseits für Sie? Ich habe keine Vorstellung, es ist ein Gefühl. Aber es gibt eins. Ich glaube ja. Ja, ich fühle mich da, wenn ich verbunden bin mit jemandem aus der anderen Daseinsform, dann ist das sehr ein leichtes Gefühl. Und wenn man vielleicht meditativ tiefer gehen kann und vielleicht mal kurz in diese Essenz tauchen kann, ob Einbildung oder nicht, aber das ist wie eine Allliebe. Es ist frei von allem, leicht, farbig, bunt, aber es ist nicht ein Haus, es ist nicht ein Grundstück, es ist nicht ein Baum. Es ist nur ein Sein, ein Gedanke. Man ist nichts und trotzdem ist man. Wie im Traum. Man merkt, man träumt, aber man steuert es nicht. Es ist ein Gefühl. Ich kann nicht sagen, die kommen, ich frage auch nicht. Ich frage, geht es dir gut? Die erzählen von sich, wie sie vielleicht den Übergang erlebt haben, wie schwer es war oder wie leicht es sich angefühlt hat, schlussendlich. Je nach Situation halt. Aber die kommen nicht und sagen, hier ist es nicht schön, ich fühle mich nicht wohl. Die kommen nicht und ich frage auch nicht, wie sieht es denn bei euch aus? Was tut ihr? Das ist gar nicht im Zentrum. Sie beschreiben sich so, dass sie erkennbar werden, dass das die Mama ist von diesem Herrn, der hier sitzt. Und dann ist das für mich nur eine Energie. Es ist nicht ein Wesen. Es ist das, was mal war in einer Erinnerung, aber als etwas. Für mich ist es eine Auferstehung. Jesus Christus kam ja auch zurück und hat sich seinen jüngeren Aposteln gezeigt. Mhm. Wir finden in allen Religionen diese Wiedererscheinungen, Auferstehung. Warum soll unser einfaches Volk, warum sollen wir das nicht auch so erfahren und uns so ergehen dürfen? Wurden Sie da jetzt gerade auf einen Widerspruch aufmerksam gemacht in der Bibel, Neues Testament, Auferstehungserscheinungen Jesu Christi? Ich bin nicht theologisch geschult. Ich kann da nur auf meine Kindheit Unterweisung. Es ist der Erste, der Auferstandenen, aber der Einzige, der erscheint. Ja. Mhm. Also von daher zeigt sich an ihm, wie überhaupt Auferstehung, also dass es Auferstehung gibt. Darin zeigt sich sozusagen, dass Gott den Tod begrenzt hat. Heißt aber nicht, dass danach alle anderen auch auferstehen und auch schon mal zeigen, so wird es sein. Sondern daraus gründet sich der Glaube, es könnte sein, dass Gott wirklich alle Menschen am Ende der Zeit verwandelt. Die Toten wie die Lebenden zu etwas Neuem kommen. Deswegen streiten sie sich ja im Neuen Testament, was passiert denn eigentlich mit den Lebenden, wenn das Ende der Zeiten vorher passiert? Müssen alle sterben, damit sie verwandelt werden können? Das vielleicht auch nicht, aber allen passiert eine umfassende Verwandlung und das ist das Ende. Aber was wir nicht kennen, und das hat auch gar nichts mit Volk und den einfachen Menschen zu tun, was wir nicht kennen oder was ich fremd finde aufgrund meines christlichen Glaubens, ist, dass alle auferstehen, nachdem sie gestorben sind. Sie erzählen das in wunderbaren Erlösungs- und Paradieskategorien, das, was sie Jenseits nennen. Mhm. Also in vielen kenne ich die Bilder oder die Atmosphäre, die sie beschreiben. Und das ist das, was Erlösung, was das Ende der Zeiten, was die Bibel meint, wenn sie sagt, Da wird es irgendwann mal sein. Also auch bei dem Bild sind wir uns dann vielleicht sogar nah. Mhm. Was ich nicht glaube, ist, dass das Ganze ohne die Macht Gottes geht. Mhm. Und die Erzählung, an der ich vertraue, heißt, so wie Gott den einen auferweckt hat, wird er am Ende der Zeiten alle anderen auferwecken. Mhm. Sie nicken, aber Ihre Tradition ist ja nicht christlich konnotiert. Doch, also Moment. Ich bin getauft und christlich reformiert erzogen. War vielleicht schon damals das unliebsame Kind, das fragte, wo das andere Volk herkommt von Kain und Abel, sich dann irgendwie doch hinbegehen. Also ich, und dann hieß es, das war damals, ist schon ein paar Jahre her, solche Fragen stellt man nicht. Okay, schon ketzerisch genug in dieser Zeit. Ich habe vieles nicht aus böser Absicht hinterfragt, nie. Ich wollte verstehen. Ich spürte da ja was andere nicht so deutlich wahrnehmen. Aber es gab ja im 19. Jahrhundert und bis heute die Tradition des Spiritismus, also wo man sich auch vielleicht spielerische Formen davon dann getroffen hat. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1870 aus Frankreich, um zum Beispiel Tische zu rücken. Also Tische, die sich dann eben ohne menschliches Zutun bewegt haben. Wir haben hier ein Beispiel.
Das ist was anderes. Das ist was ganz anderes, ja. Nein, der Spiritismus hat mit der Ansicht meines Spiritualismus nichts zu tun. Also das außer, hat, dass es um den Kontakt mit dem Verstorbenen und mit dem Jenseits geht. Ja, das ist wahrscheinlich schlussendlich die Essenz, dass man zusammenkommt und irgendwie versucht, was Glaubwürdiges herbeizuzaubern. Das geht für mich schon in Richtung Magie und Beschwörung. Und ich kann mich mit dem nicht identifizieren. Das ist nicht Sinn und Zweck, dass man einen Tisch schweben lassen kann, zum Beweisen, dass es Geister gibt. Weil da habe ich eher das Gefühl, dass wir Möglichkeiten haben, mit unseren mentalen Kräften energetisch was in Bewegung zu setzen. Oder dass sich mental dieser Kugelschreiber sich bewegen könnte. Da glaube ich an das. Das sind wir. Aber das hat nichts mit den Verstorbenen zu tun. Und Ihre Tradition? Meine Tradition, also ich bin christlich, bleibe christlich, erziehe meine Kinder christlich im Glauben. Ich wende mich nicht einer Kirche zu oder einer Kirche ab. Sie haben Spiritualismus genannt, oder? Ja, das ist nur der Ansatz, der Glaube, dass das Leben nicht fertig ist mit dem Tod. Dass es weitergeht, dass es ein Leben danach gibt. Verstorbene nehmen mit Ihnen Kontakt auf. Genau. Die schildern doch auch, wo sie sind, wie es ihnen geht. Nein, also wie gesagt, ich habe noch nie Beschreibungen von Örtlichkeiten oder es ist nur das Sein, die Seins. Nur weil es uns gerade so interessiert hätte, ob es jetzt ein Gericht gibt oder ein Fegfeuer oder eine Hölle. Das glaube ich. Aber ich glaube nicht daran, dass jetzt Petrus, wie man so im Volksmunde sagt, am Tor steht und sagt, so, lieber Herr, so und so, oder liebe Dame X, das hast du gut und das hast du schlecht getan. Daran glaube ich nicht. Aber ich glaube daran, dass die Seele ein Karma hat. Und dass das Karma ein Soll- und Haben-Konto ist. Nehmen wir ein Bankkonto mit Soll und Haben und das Leben füllt sich da. Das Gute wie das Nicht-so-Gute. Und dass die Seele, wenn sie drüben erwacht, weitergehen möchte, selbst diese Waagschale hat, sieht und weiß, was, dass ich noch nicht das lichtvolle Ganze bin, vielleicht wie das göttliche Licht, dass da noch was übrig geblieben ist, das noch nicht ganz vollendet oder also gut Karma war. Ist ein Gedanke, der auch in der buddhistischen Tradition vorkommt, in Verbindung mit dem Reinkarnationsgedanken, genau. Dass die Menschen mehr selber verantwortlich sind. Genau, dass wir das vor Augen geführt kriegen, diese Bilanz ziehen, aber wissen, wir sind jetzt auf dieser Seite der Seinsform und nicht mehr hier. Aber eben bei Gericht und Fegfeuer und so, da haben Sie gerade Hühnerhaut bekommen. Ja, oder? Das habe ich auch. Es ist ja nicht, dass jemand kommt und uns verurteilt als schlechte Seele oder Sünder, sondern ich glaube daran, dass die Seele in der Essenz mit dem großen Ganzen immer verbunden ist und es gibt ein Weiß oder ein ganz Weiß. Und vielleicht ist dann jemand noch nicht ganz rein weiß, ohne Gericht. Also ich habe bei dem Gericht schon ein bisschen Hühnerhaut. Das liegt aber, glaube ich, vor allem an den ganzen vielen Bildern, die einem dazu dann sofort kommen, von mittelalterlichen Drohbildern, wie schlimm das alles wird. Und dass eben, dass man so lange unerlöst sein muss und wie viele Jahrzehnte und Jahrhunderte man im Fegefeuer steckt, weil man irgendwas Schlimmes getan hat und natürlich ja nicht nur Sünde hat, die lästig wäre, die man abarbeiten könnte, sondern überhaupt durch das Menschsein schon so sündig ist, dass man erstmal noch lange büßen muss. Grundsätzlich allerdings ist es ja so, Sie haben mich vorhin gefragt, warum soll es sich denn lohnen, gut zu leben, wenn nach dem Tode alles aus ist? Erstmal glaube ich, ich lebe mit Gott und Gott ist es nicht ganz unegal, ob ich gut oder schlecht lebe und mich beteilige an der Besserung der Welt und an Gerechtigkeit auf der Erde oder nicht. Von daher entsteht das durch meine Gottesbeziehung schon mal. Dann glaube ich aber schon auch daran, das ist zumindest meine Hoffnung, die hat Jesus so auch gehabt, dass es nicht egal ist, ob es Gerechtigkeit gibt oder nicht. Und dass es Gott auch nicht egal ist. Und dass es Gott auch im universalen Sinn nicht egal ist. Das heißt, dass es bei keinem einzelnen Menschen und auch am Ende der Zeiten nicht so ganz egal sein würde, ob gut oder schlecht gelebt ist. Aber nicht im Sinne von einem verurteilenden Gericht. Wir glauben ja, dass Gott uns auch liebt. Okay, das aber heißt, dass Sie sagen was doch, auftaucht. Gerichtsgedanke sagt Ihnen was, aber Sie vertreten klar eine moderne theologische Ansicht, wie sie im 20. Jahrhundert ja gar nicht gäbe ist, entsteht, dass eben die christliche Theologie sagt,
Wir reden nicht über ein Jenseits, sondern wir sprechen eigentlich über die Wirkung, wenn es sowas gibt im jetzigen Leben. Packen wir es an. Da gehört das für mich hin. Genau. Die Differenzen zwischen Ihnen sind klar geworden. Ist es so der Punkt, wo Sie sich zum Schluss unseres Gesprächs, wo Sie sich treffen würden? Hier, jetzt gilt's. Wenn wir uns hier treffen, mir ist es recht. Ja, mir auch. Absolut. Absolut. Ich gehe davon aus, dass wir uns wieder treffen. Irgendwo. Ich glaube daran. Und ich möchte auch diesen Glauben behalten für mich. Zu wissen, dort drüben, wo immer das ist, oben, unten, rechts, links oder genau hier, es wird ein Wiedergeben, ein Wiederzusammenkommen geben in einer anderen Seinsform. Das ich habe noch den Punkt der Ermutigung, den Sie genannt haben, den habe ich noch gemeint. Also, dass die Menschen, die zu Ihnen kommen, dann gestärkt aus so einer Sitzung rausgehen. Habe ich bei Ihnen jetzt rausgehört, also nicht über ein Gericht, das dann mal jetzt, was bedeutet das für das jetzige Leben? Ist das der Punkt, wo Sie sich treffen würden? Ich denke, ja. Das ist eigentlich interessant, oder? Nach einem Gespräch über das Jenseits. Beim Diesseits zu landen, das ist doch gesund. Auf das kommt es an. Richtig. Das Hier und Jetzt ist das Wichtigste. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ja, danke. Danke auch. Frau Becker. Wir bleiben beim Thema und bei einem, der sich zeitlebens mit dem Tod und den menschlichen Abgründen beschäftigt hat, dem Künstler und Maler H.R. Giger. Eine Hommage jetzt in der Sternstunde Kunst. Ihnen einen schönen Sonntag.